Meine Lieben, heute wollen wir was machen für Leute, die mich gefragt haben, ob man auch mal klein anfangen könnte. Das ist jetzt für Leute, die mal ein bisschen probieren wollen. Hier gibt es drei Linielchen. Ich darf nicht sagen, von wem und wie die heißen. Also ich darf sagen, laut EU, dass das Stripper-Lineale sind. Und zwar für die Streifen hier. Die nennen sich Jelly Rolls. Die gibt es von allen Firmen, also Stofffirmen. Die sind 2,5 Inch breit. Das entspricht 6,5 cm. Also jeder kann sich danach ja einen Streifen schneiden. Den legt er dann einfach auf den Stoff und guckt, wie breit muss mein Streifen sein. Und schneidet dann einen Streifen ab. Dann hat er das Gleiche, wenn er Reste hat, sowieso. Das heißt, da können wir alles mitmachen. Wir können nicht nur Dreiecke machen, sondern auch, wir können auch diese schönen Formen machen. Und da habe ich mir was ausgedacht für Anfänger. Wir brauchen einfach nur diese Form ausschneiden und brauchen dann kein Sechseck hier in die Mitte setzen. Das können wir nachher drauf machen. Also, das passt ganz genau drauf. Das legt man aber so dann an. Ihr seht das schon, wenn ihr sowas habt, so einen Streifen, wie der sein muss. Einmal runter, einmal rauf und jetzt ist es schon lose. Hier das Zäckchen, das ist wichtig, das schneiden wir ab. Dann können wir es besser aufeinander kriegen. Das hier ist ein einfaches Schneidebrettchen. Das ist so klein, das gibt es im Bastelgeschäft auch. Da brauchen wir kein teures Drehbrett für 40 Euro kaufen oder 30. Da habe ich jetzt eine schöne Formation, zeige sie euch. Wie das heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist einfach ein Sechseck. Hier habe ich ein neutrales, das war bei der Zeitung dabei. Sechseck, das passt genau drauf. Das ist auch für diese Jelly Rolls genannt. Das heißt, glaube ich, Marmeladenrollen. Auf jeden Fall, das soll dann ein bisschen abwechselnd sein. Immer drei brauchen wir, das sind sechs Stücke. Eins, zwei, drei von einer Farbe. Das wäre jetzt hier, brauchte ich drei Stücke. Hier, das lohnt sich jetzt nicht doppelt zu schlagen, weil die Spitze hätten wir dann verloren. Hier brauchen wir wenig Stoff, wenn wir das so schneiden. Wir können das hier zum Beispiel so runterschneiden. Wenn wir schön gerade schneiden können, sonst machen wir es gleich so. Drehen das wegen dem Zäckchen. Das ist für uns wichtig manchmal. Jetzt in unserem Fall ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, was wir vorhaben. Da seht ihr, das ist kaum ein Verlust. Das ist hier das kleine Dreieck. Die Jelly Rolls gibt es natürlich auch in schönen Blümchenstoffen oder modernen. Das kann jeder sich aussuchen. Ganz bunt ist auch schön für den Fall. Da habe ich jetzt schon die Hälfte meines Blocks. Was mache ich dann dazu? Dann nehme ich, das kann für kleine Jungs sein, da sind Spinnen drauf und so. Dann nehme ich doch dann hier, gucke ich mal, kriege ich da noch drei raus? Eins, zwei, oh oh, das ist aber knapp. Dann nehmen wir doch was anderes. Das hier können wir nehmen, also nicht, wenn ich jetzt das Schwarze dazu nehme, das passt zwar gut für ein bisschen größere Jungs, aber ist dann nicht so schön bunt. Ich vermische das dann immer, dass, wenn ich das Schwarze habe, nehme ich dann was Buntes dazu. Und wenn ich hier Grau habe, nehme ich dann auch wieder was Buntes dazu. Dann mache ich jetzt wieder drei. Dann sind wir schon fertig. Schmutzpiep, egal. Hier mache ich gleich das Zäckchen und halte das immer schön fest, das Lineal. Dann drehe ich es vorsichtig, dass es mir gar nicht verrutscht. Desto weniger Arbeit habe ich. Das passt gut zusammen. Wenn ich jetzt hier das abschneide, so, dann komme ich hier rein und habe dann davon vielleicht schon was abgeschnitten. Also ist gar nicht verkehrt, wenn wir versuchen, so ein bisschen hier unten zu schneiden. Als wenn wir die Linie so fortführen. Ach, ich habe ja noch nicht mein Zäckchen abgeschnitten. Wer wissen will, wie die heißen, kann mir ja mailen. Das darf man ja noch, auch wenn man überhaupt nichts mehr sprechen darf.
geht natürlich nur so aneinander. Sechsecke kann man ja drehen, wie man will. Wenn man hier schöne Bildchen hat, könnte man sagen, gut, ich will das in der Mitte haben. Und schneidet sich das dann genauso aus, setzt das so drauf. Das hier ist auch durchsichtig. Ich habe es nur noch nicht abgezogen. Das ist leider nicht rutschfest, hat aber die vielen Löcher, die man braucht, wenn man auch was markieren will. Das ist gut mit dem Markieren. Zum Beispiel hier bei uns ist das sogar gut. Ich nähe nämlich dann nur bis hierhin zusammen. Das zeige ich euch noch. Das Einzige, worauf wir jetzt achten müssen, dass wir immer drei zusammennähen. Das hat keinen Sinn mit Zweierpackungen, dann kommt man in der Mitte nicht aus. Denn es braucht nicht jeder was auf die Mitte zu setzen. Man kann es auch so lassen, wenn man die Mitte schön genäht hat. Jetzt gab ich das hier um. Ich habe gesehen, wenn ich auf meiner Nähmaschine so gucke, da ist ein kleiner Strich. Und wenn ich das genau zielend ansetze, brauche ich das nicht markieren. Habe ich nicht einen kleinen Strich? Man kann ja gucken oder sich einen drauf malen irgendwie. Das muss man mal selber untersuchen. Das ist gesund, wenn man sich was ausdenkt. Jetzt hier mache ich dann ein Pünktchen. Das ist ein Stift, den kann man ausbügeln. Der geht auch beim Waschen raus. Hä, wo ist denn mein Pünktchen? Ich glaube, der wird schon leer. Jetzt habe ich hier ein Pünktchen und würde jetzt von da ab, von dem Pünktchen bis unten hin nähen. Ich nehme den Kantenfuß. Das sind 7 mm dann von der Nadelposition. Da ist eine Schiene dran. Wer das nicht hat, kann sich was auf die Nähmaschine kleben. Dann kommt er genau hin mit den Abmaßen, 7 mm Naht. Jetzt kann man die Nadel in das Pünktchen stellen. Man kann sich aber, wie gesagt, was auf die Nähmaschine kleben. Dann hat man es noch einfacher. Diesmal bügele ich es nicht auf, sondern zu einer Seite. Das machen wir nachher. Ihr legt das immer so vor euch hin, dann seht ihr, wo ihr seid. Nicht, dass es an die falsche Seite näht. Mehr ist gar nicht zu beachten. Das lege ich jetzt hier drauf. Jetzt würde ich mir hier eine Markierung wieder machen, wenn ich will, mit dem Lineal. Wer kein Lineal hat, kann immer, wenn er eine Markierung haben will, gerne sich einen Strich ziehen. Man nimmt einfach ein Lineal. Dann hat man einen Kreuzungspunkt, wenn man das anlegt, hier so einen Strich und da einen Strich in der Nahtbreite. Also man zieht einen Strich, hier an der Ecke einen so. Das sind die genau die 7 mm. Das sieht man immer gut bei den Inch-Linealen. Ein kleines kann man sich vielleicht erlauben. Dann hat man hier den Viertel-Inch. Das ist dann 7 mm gleich. Hat jetzt hier einen Kreuzungspunkt. Das kann man dann auch als Markierung nehmen. Ihr seht, das sieht gut aus bis jetzt. Ich habe jetzt eine Hälfte. Und zwar habe ich das auch so gemacht. Und zwar habe ich das gemacht mit diesem. Ich zeige es euch aber noch alles nacheinander. Das ist das Dreieck, mit dem ich das gemacht habe. Das gibt 6 Teile, weil das hier 60 Grad sind und hier dann 120. Das braucht ihr euch nicht merken, wenn ihr das Set habt. Ihr braucht auch gar nicht viel mehr, da könnt ihr alles Mögliche mitmachen. Und die Streifen braucht ihr auch nicht kaufen. Ihr könnt sie euch einfach abschneiden. Die Streifen dafür müssen 6,5 cm dann sein. Das sieht doch auch toll aus, oder? Stellt euch vor mit Blümchen, ich würde immer mehrere Farben nehmen, also immer 3 oder nicht zu bunt, sonst habt ihr gar kein Muster mehr. Also 3 davon und 3 davon. Auch mit Blümchenstoff sähe das schön aus. Ich habe sogar was mit kariertem Stoff gemacht. Ich zeige euch jetzt zwischendurch was Schlimmes. Das hier ist ein ärmelloses Kleid. Das soll nur zum Sonnen sein, hier kommt ja keiner. Ich finde ja, wenn man so Wurstarme hat wie ich, dann ist das besser mit kleinen Ärmeln. Am besten über die Ellenbogen. Da habe ich hier das gedacht, das sieht so trist aus und hier kommt sowieso keiner und sieht das. Da mache ich mir so ein Sechseck drauf, wie das hier auch. Das habe ich auch so gemacht, dass ich das hier drauf gesetzt habe in die Mitte. Wie ich euch das jetzt gerade hier zeige, so habe ich das angefangen. Da brauchte ich nichts einsetzen in der Mitte, für Faule wieder. Ja, und was habe ich gemacht? Was ist das Schlimme? Dann habe ich hier, das ist alles Baumwollstoff, der und der. Dann habe ich hier von einer alten Gardine, wo ich nicht wusste, was das für Stoff ist, vom Flohmarkt, auch was genommen. Und sogar beim Bügeln, dann hat sich das verzogen und ist wie eingelaufen. Das sieht man nicht so schlimm. Ich will euch damit sagen, wenn ihr nicht gerade Paper Piecing macht, was ihr dann später kaum bügelt und wascht, dann ist das in Ordnung, aber nicht jetzt für ein Kleid, dass ihr dann Baumwolle mischt, mit welcher die einläuft oder synthetisch ist. Das ist jetzt hier kürzer geworden. Das sieht natürlich kaum einer und wie gesagt. Aber macht das nicht, nehmt immer Baumwolle.
Hier, das ist alles Baumwolle. Das seht ihr dann auf den Jelly Rolls. Da steht meistens immer drauf Baumwolle. Jetzt brauche ich nur noch die andere Seite machen. Ich muss das aber immer wieder hinlegen, aus dem Grunde, das ist nämlich andersrum. Also die Hälfte ist genau entgegengesetzt. Hier ist in der Mitte das Dunkle bei den drei Stücken. Und hier ist das Dunkle außen, weil das sechs Stücke sind. Also schön hinlegen, gucken, aha, dann nähe ich das jetzt erst. Und immer wieder gucken. Jetzt weiß ich ja wieder nicht, wo ich dran bin. Leg's wieder hin, aha. Hier ist ja meins. Lieber einmal gucken als auftrennen. Die Naht tue ich so ein bisschen hier aus dem Weg, die hier unten drunter ist. Ich bügel die Hälften vom Zusammennähen. Ich kann mir hier ein Bügeleisen daneben stellen mit zwei Handtüchern doppelt geschlagen. Dann habe ich ein Bügelbrett und bügel da ein bisschen. Ich habe jetzt hier so gebügelt. Und das auch so. Wenn ich es zusammenlege, geht es aber im Kreis. Also das bedeutet, dass hier die Nähte in die Richtung gehen und die Nähte in die Richtung. Dann kriege ich es besser zusammen, lege es aufeinander, gucke jetzt, wo meine Mitte ist genau. Wenn ich da zum Beispiel jetzt nichts drauf machen will, ist das wichtig. Ich könnte das jetzt hier ein bisschen festmachen, besonders als Anfänger. Das liegt ja einfach nur aufeinander. Ich brauche nicht so aufpassen. Wenn die Ecken schön aufeinander liegen, dann bin ich richtig. Hier, da geht die Naht in die Richtung, habe ich das gebügelt, und die in die Richtung, also genau entgegengesetzt. So nach da, die andere Seite nach da. Ob ich so übereinander komme? Ich nehme jetzt eine Nadel, nur wenn ich nichts drauf machen will, sonst ist es gar nicht genau. Und steche jetzt hier in meinen Punkt. Und guck, ob der auf der anderen Seite auch an der richtigen Stelle wieder rauskommt. Das ist nur jetzt, damit wir schön zusammenkommen. Ich versuche aber hier die Enden auch an dem Punkt erst anzufangen, den ich mir so meistens markiert habe. Auf jeder Seite. Das werdet ihr sehen, warum das wichtig ist nachher. Also ich nähe von dem Punkt rüber bis zu dem Punkt, den ich mir markiert habe, indem ich das hier drauf lege oder an der Maschine gucke. Kommt genau aneinander, aber nur weil ich das so gemacht habe mit der Nadel. Das ist jetzt hier so gebügelt in einer Richtung. Von oben sieht es sehr schön aus. Man kann es jetzt sogar so verwenden. Wer was zu vertuschen hat, der nimmt sich jetzt wieder ein Sechseck. Was sich auch hier raus ergibt, das legt man hier an. Das schlägt dann immer an in den 6,5 Inch. Das ist dann immer so 6,5 cm. Jetzt habe ich mein kleines Brettchen nicht drunter gelegt. Ich versuche mal mit rechts. Oh, ist das schwer mit rechts. So, und dann habe ich auch ein Sechseck. Das würde jetzt gut in die Mitte passen. Wenn man das jetzt so nimmt, sieht man genau, die Punkte kommen auf die Naht. Wenn man schön genäht hat, umso besser. Guckt man jetzt so hin und her und kreuz und quer und nadelt sich das ein bisschen an. Ich nehme zum Beispiel den offenen Fuß, stelle die Nadel ganz rüber. Das seht ihr schon, wenn ihr dran seid, was ich meine. Fahr dann an der Kante des Fußes hier außen lang. Das sieht jetzt auch gut aus. Wie gesagt, das hatte ich auf die konventionelle Art gemacht, so aneinander gesetzt. Ist ein bisschen schwerer. Sieht schön aus. Braucht er nicht, wenn er gut zusammenkommt, könnt ihr das auch so lassen. Was habe ich jetzt? Das Papier ist hier. Gut, dass ich schon aufgeschnitten habe. Da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Dann schneide ich noch den Rest, dass ich nur noch 7 mm Naht stehen habe hier in der Mitte.
Das ist auch nicht so gefährlich, weil ja das Papier noch hier ist. Jetzt nehme ich mir was Spitzeres und erstmal gehe ich hier so drumherum, weil das draufgeklebt ist ein bisschen beim Bügeln, ist aber nicht sehr fest. Dann fasse ich hier drunter vorsichtig mit was nicht zu spitzem. Ich kann jetzt auch erstmal so mit den Fingern ein bisschen ziehen und ich halte hier ein bisschen fest, damit die Nähte nicht aufplatzen. Es geht eigentlich gut raus. Es ist natürlich ein bisschen angenäht, was normal ist. Und dadurch, das seht ihr hier, ist es so ein bisschen perforiert, ist aber alles draußen. Ich fühle nochmal, ist alles weg, ist schon. Ich habe jetzt ein sehr schönes, flaches Blümchen oder was man will zum Einnähen. Und jetzt ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Ich habe hier mit Gelb genäht. Das kann man ruhig sehen. Ich habe hier sogar auf dem Schwarz auch mit Art Gelb-Curry genäht. Das sieht sogar gut aus, wenn das so genäht ist. Bisschen rustikal. Hier habe ich es ja nicht genäht, weil ich es eingesetzt habe. Das sieht ja dann so aus, ohne. Jetzt habe ich also hier eine Art Stern. Und hier habe ich ein Blümchen, zwei Blümchen. Also nochmal. Dieses hier kann ich hier mitmachen und auch so aneinander nähen wie das. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es immer noch abschneiden. Einfach ratsch. Dieses große passt genau auch drauf. Und zwar ist das, wir haben ja den Lemon-Stern mal gemacht, Lemon Star. Das gibt eine Rhombe. Das könnt ihr natürlich gut wieder für die Abschnitte nehmen oder für 6,5 cm Streifen abschneiden. Da habt ihr gar keinen Verlust. Vielleicht hier das erste Dreieck. Das könnt ihr alles so abschneiden. Wir müssen dann 4 Stück auf jeder Hälfte haben und nähen das dann auch zusammen. Ich kann euch das aufmalen, das ist ganz normal. Hier passt dann kein Sechseck in die Mitte, sondern vielleicht einen runden. Was ich euch schon mal gezeigt habe, einen runden Kreis macht ihr dann genauso wie das hier, das Sechseck, wenn ihr in der Mitte nicht gut zusammenkommt. Das können wir dann weiterverarbeiten, wie ich das euch jetzt zeige. Man kann natürlich auch einfach lauter Streifen aneinander nähen hier und so ein Quilt draus machen. Das wäre dann die Form. Die andere Seite kommt dann so hin. Ihr näht dann immer so weiter. Hier gibt es ganz dünnes Vlies. Da schneidet ihr euch erstmal ein Stück ab. Jetzt müsst ihr zum Beispiel aufpassen, auf einer Seite sind Pünktchen. Hier sind die Pünktchen jetzt oben. Das heißt, die Pünktchen müssen oben liegen. Und das muss so rum drauf kommen, also falsch rum. Die Pünktchen liegen jetzt auf der Vorderseite. Jetzt gucken wir, dass es schön gerade ist und können das anstecken. Am besten hier. Das nimmt ihr dann natürlich vor dem Nähen raus. Jetzt ist es wieder gut, wenn wir den 7 mm Fuß haben oder das schön auf der Nähmaschine einstellen können. Wir nähen jetzt, fangen in einer Ecke an, die ja hier offen ist, wie ihr seht. Fangen an zu nähen. Wir nähen drumherum mit 7 mm Naht. So, ich habe jetzt also drumherum genäht mit 7 mm überall und immer hier bis zur Naht. Die sieht man ja dann. Und dann wieder weiter. Wenn ich an der Ecke bin und nicht weiß, wo ich bin,
und drehe rum und dann denke ich, ah nee, ich muss doch noch einen Stich, dann drehe ich es einfach wieder zurück, mache noch einen Stich, dann bin ich wieder an der richtigen Seite, werde ich so gut zielen kann, sieht das dann, dreht er wieder zurück, noch einen Stich, ah, jetzt bin ich in der Linie von den 7 mm. Wer also keinen Fuß hat, kann ich auch wieder mal eine Linie drauf machen, fällt mir gerade auf und ein. Jetzt können wir das abschneiden, was zu viel ist. Jetzt nehme ich das vorsichtig in der Mitte, dass ich das dünne Vlies in der Hand habe und schneide erstmal eine kleine Ritze rein. Kann dann gucken nach allen Seiten, immer schön aufpassen, dass man nicht unten reinschneidet. Schneide mir hier so ein bisschen auf. Aber alles, ich bleibe in der Mitte, damit alles schön wird. Nimm dann hier meinen Daumen, wenn er nicht zu dick ist, und versuche jetzt die gleich so ein bisschen rauszudrücken. Gehe hier wieder mit dem Daumen rein. Sieht ja aus wie eine Qualle. Jetzt kann ich mir was nehmen. Vielleicht ein Schaschlikspießchen, was nicht zu spitz ist, dass man da durchsticht. Wenn man hier jetzt unter den Stoff kommt, dann kann nicht so viel passieren, dass man durchsticht. Hier, ihr seht jetzt, ich bin hier unter dem Stoff. Das ist gut, dann ist es nicht ganz so gefährlich. Hier kann man auch, wenn man eine alte Wäscheklammer hat, damit bügeln, weil das ja jetzt die Pünktchen unten sind, da dürfen wir jetzt nicht drankommen, dann kann man das ein bisschen so bügeln, damit der Rand nicht rausguckt. Wenn wir einen Plastikbügelschutz haben, können wir das sogar bügeln, wenn wir das möchten. Das bedeutet, da klebt nichts fest, da müssen wir aber dann warten, bis es abgekühlt ist, wenn wir das hier schön drauf machen. Jetzt klebt sie fest praktisch an meiner Unterlage, was aber nicht schlimm ist, die ist ja dafür gedacht. Das könnt ihr dann so bügeln, wenn ihr so eine Unterlage habt. Mit Backpapier, das kann schief gehen. Kommt drauf an, ob es fettig genug ist. Das sieht auch schön aus für Kinderkleidchen. Da könnt ihr noch kleinere Sechsecke machen. Wenn ihr das nicht so macht wie ich und alles schön Baumwolle nehmt, wird es auch gut. Das habe ich auch so gemacht. Das könnte man dann so drauf bügeln. Warum macht man das auf dieses Vlies? Weil man ja die Naht, muss man ja um. Man könnte jetzt hier ganz mühsam das hier umbügeln. Das kriegte man aber schlecht so hin. Das würden wir natürlich auch so aufbügeln. Dann hätten wir einen schönen Stern. Und was haben wir davon? Ja, das zeige ich euch jetzt. Da könnt ihr immer vor euch hinmachen, ein Blümchen, das. Ihr könnt auch die Sechsecke machen. Ihr könnt auch einen Stern machen, der so groß ist, auf die Art. Das male ich euch noch auf. Das wäre also zu mühsam, das umzunehmen. Man könnte es reihen, das ginge dann noch schneller. Aber wie ihr gesehen habt, das geht ja am schnellsten. Man muss das nur ganz schön dann bügeln, bis man fertig ist. Mit jeder Ecke. Jede Ecke schön platt bügeln. Das ist jetzt für die Anfänger, die nicht quilten können. Guckt euch das an. Das hier war, das habe ich mal neu gekauft mit Decken. Das ist nicht so schön vom Flohmarkt oder wie sich das nennt. Hier, das ist ein schönes Muster an sich. Das ist weiß und Baumwolle. Das war billig, das war sogar halber Preis im Katalog. Und dann guckt euch das an. Hier habe ich was Schönes drauf gemacht. Das ist ein ganz alter Block. Da habe ich jetzt 6 Stück drauf oder ich weiß es gar nicht. Ich habe es im Schrank liegen. Da sagte meine Tochter, das will ich aber haben. Da habe ich es dann gleich weggepackt, dann kommt nichts dran. Das ist appliziert. Teilweise habe ich es mit der Hand gemacht und probiert, teilweise dann mit der Maschine. Das gefiel mir so wunderbar. Der Topf, die Blüte so groß und wie naiv. Also die Farben waren genauso in einem Buch. Das darf man alles nachmachen, was schon alt ist, was über 70 Jahre ist. Außer gewisse Musikstücke, wo die Erben dann immer sagen, nein, nein, keiner darf das. Also ich meine jetzt vielleicht von Bach oder so, da gibt es aber wohl keine mehr. Das ist der Clou aller Zeiten.
Das könnt ihr dann vor euch hinmachen. Es ist natürlich nicht einfach, wenn es zu groß ist, das dann unter die Maschine zu kriegen, wenn ihr in der Mitte seid. Wenn es natürlich nicht zu dick ist, geht das auch noch. Ihr könnt es aber immer noch mit der Hand machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es dann aussehen wird. Das passt natürlich jetzt nicht so. Das passt natürlich vielleicht jetzt nicht so zu meinem hier, wo ich lauter Spinnen drauf habe. Das könnt ihr dann so ganz toll machen. Es gibt ein tolles Quilt von einer Dame. Da gibt es auch drei Bücher von. Das ist ganz schlimm. Die hat das dann so zusammengesetzt. Das ist furchtbar schön, aber das ist ganz schlimm. Das könnt ihr sogar auch machen. Könntet ihr hier drauf sitzen, wie ihr wollt, wie es euch gefällt. Ich würde es aber einfach so auseinander machen. Dann braucht ihr auch gar nicht drauf achten, wo seid ihr. Wenn ihr das aber dann drauf näht, ganz schön gerade hinlegen auf den Tisch und dann schön reihen am besten. Reihen mit der Hand, erst ein bisschen stecken, dann ganz mit großen Stichen mit der Hand reihen, dass es auch da bleibt. Und dann könnt ihr das nach und nach mit der Maschine oder mit der Hand annähen. Wenn der Stoff sehr dick ist, braucht ihr nur die oberste Schicht nehmen und annähen. Natürlich müsst ihr das dann aber so machen mit dem Vlies, dass das dann gut wird. Ihr habt es auf meinem Kleid gesehen, das geht. Aber dann bitte auch nur Baumwolle nehmen. Das könnt ihr einfach feststellen, wenn ihr die ein bisschen anbrennt und das gibt so schwarze Sachen, die sich zusammenklumpen, dann ist es schon mal keine Baumwolle. Aber das soll keiner nachmachen, das ist keine Empfehlung. Zitat Ende. Was sagt ihr dazu? Das ist doch sehr einfach, oder? Und wenn ihr das so macht hier wie hier, entweder das oder das, das ist ja genau dasselbe hier. Das könnt ihr genauso nähen wie das. Ihr braucht dann keine Mitte haben, wie ich es euch gezeigt habe. Und ihr könnt auch noch die Sterne nehmen. Die könnt ihr auch hier drauf machen. Die Lemoinsterne. Da braucht ihr immer vier aneinander nähen. Erst zwei, dann nochmal zwei, eine Hälfte mit vier, die andere Hälfte dann. Hälfte und Hälfte zusammennähen. Ist das nicht super toll? Habe ich mir so ausgedacht, weil immer alle sagen, ach, ich kann nicht quilten. Und die Decken, wie gesagt, gibt es oft günstig. Und wunderschön sehen auch alle Handnähsterne aus. Das könnt ihr dann, ich habe die schon nicht mehr, die sind schon alle verschwunden. Ihr könnt alles zusammenwürfen, natürlich jetzt nicht hier mit Spinnen und diese Farben passen jetzt natürlich nicht zu den sanften. Aber ihr könnt dann das andere auch in schönen sanften Farben machen und alles mischen und habt dann so ein ganz tolles Quilt, wie das, was es da drei Bücher gibt. Ihr könnt es auseinander machen oder näher aneinander. Viel Spaß! Überlegt. Ich mache es noch einfacher hier für die Mitte, für euch, die man so reinsetzen kann. Das muss doch noch einfacher gehen, habe ich so gedacht. Dann habe ich ja hier das dünne Vlies, was ich euch eben gezeigt habe. Man weiß aber nie, wo oben und unten ist. Da muss man sehen, dass man so eine Unterlage hat, wo man drauf bügeln kann. Sonst klebt alles am Bügelbrett. Ich habe das jetzt hier drauf gemalt. Ich habe mir ein kleines Sechseck genommen. Ich habe das hier drauf gelegt, mit dem Bügelstift, geht aber auch mit Bleistift, drauf gemalt. Und dann nähe ich jetzt hier drauf. Hier, ich habe das jetzt drumherum genäht, wie eben, mit diesem Vlies, wo kleine Pünktchen drauf sind, die man die sieht. Ich habe hier so eine Hülse, ich weiß gar nicht mehr wovon, die stecke ich jetzt hier rein, dann kann ich es besser umwenden. Ich wieder die Eckchen raus und was haben wir gespart, das können wir dann gleich so drauf bügeln, wenn wir die richtige Seite denn unten haben. Da muss ich jetzt mein Plastiktuch drunter legen, da kann ich das jetzt bügeln, dann sehen wir auch, ob ich die richtige Seite genommen habe. Jetzt kann nichts passieren, weil ich das ja unten drunter habe, aber das wird gut. Das könnten wir dann hier drauf machen, statt uns so anzustrengen. Ich habe jetzt ein kleineres genommen.
Ich habe mir gedacht, mein Sonnenkleid sieht schon so lustig aus. Da mache ich noch ein bisschen weiter. Dann wollte ich das hier so abwechselnd machen, aber diesmal nur mit Baumwolle. Das wären jetzt hier 3 Inch. Für das Mittelsechseck, was ihr draufklebt, da könnt ihr die Naht abschneiden von einem kleinen Sechseck und eine Pappe machen. Und das legt ihr auf euren Stoff, also ohne Naht, malt da drumherum und näht dann da drauf mit dem Vlies. Thank you.